Ich müsste die Kiste eigentlich abreißen, aber ich weiß, was passiert, wenn ich die Kiste abreiße. Deswegen nehme ich das erstmal so raus. Ich hätte gerne hier ein Laufband, das hier hingeht und dann hier unten im Einzugsbereich der Roboter die Kiste da befüllt. Ja, okay. Also dich voll mit Kohle. Dich entkohlisieren. Dich voll mit Kohle. Dich abbauen, dich abbauen. Fließband? Da, Fließband. Dunk, 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 dunk. Dunk, 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 dunk. So. Und einen langsamen Arm, der das da reintut. Und idealerweise hätten wir hier hinten. Erstmal nehmen wir die komischen Ziegen. So, genau. Hätten wir hier hinten eine Requester-Chest für Kohle, die hier Kohle rauflegt. Und ja, das macht Sinn. Wenn nämlich der Fall sein sollte, dass die Ämpchen hier keine Kohle bekommen, weil der da hinten das zu schnell rausnimmt oder was auch immer, dann ist hier wenigstens Nachschub. Das macht zumindest in meinem Kopf gerade Sinn, also baue ich es einfach mal. Das Ding wird so gut wie nie benutzt werden. Ich mache hier einfach mal Kohle. 100 Stück hin. Und sammle selber 100 Kohle ein und hau die da hin. So. Dann müssen wir nur kurz warten, dann staut sich das wieder und dann ist, wow. Ganz viel Kohle in unseren Storage Chests. So, jetzt staut sich das schon. Der hat nichts zu tun, er wird bis 100 gefüllt und dann ist alles gut. Das heißt, wir haben jetzt drei Passiv-Provider-Chests für Kohle, wobei die hier durchgehend leer gesaugt werden. Das ist kein gutes Zeichen. Ich denke also, wir sollten die anderen Kohleadern, die wir haben, auch noch anzapfen. So, wie schaut es aber hier aus? Performance ist nicht so toll. Warum nicht? 100? Ach so, es wird gar nicht mehr gebraucht. Ja, das ist okay. So, haben wir... Hier ist ein riesiges Kohlefeld. Und ich brauche Licht. Es waren Solarzellen. Ich wollte keine Solarzellen. Stopp, 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 stopp. Ich wollte Licht. Danke. Licht? Da, Licht. So. Da. Mehr Strom. Mehr Strom. Hier, die Kohlefelder würde ich gerne abbauen. Und in Storage Chests einlagern. Das heißt, wir machen richtige aktiv Provider Chests daraus. Könnte das System ein bisschen zumüllen, aber das nehme ich in Kauf. Das heißt, da ein hin. Da ein hin. Aktiv Provider Chest. Ah, du bist gar nicht im System, das ist schon mal doof. Dann halt so. Und so. Das müsste noch drin sein. Du brauchst allerdings noch Strom. Muss nochmal umgebaut werden, tut mir leid. Na komm, hau das daneben, was soll's. So. Das heißt, die bringen es jetzt durchgehend irgendwo hin, wo sie gebraucht werden. Und wenn sie nirgends gebraucht werden, werden sie in die Storage Chest eingelagert. Was ein Problem sein könnte, weil das System so durchgehend... Also erstmal sind durchgehend Roboter am Fliegen, was Verschwendung ist. Und irgendwann sind die Storage Chests voll. Aber das sehe ich jetzt noch nicht so wirklich kommen. Okay, wie war das mit Storage Chest? Ich baue mal zwei. Da. Einfach alles dahin. Aber ich denke mal, das Kohlefeld ist eher weg, als dass das da alles gefüllt wird. Wobei das hier langsam auch schon grenzwertig aussieht. So. Ja, wird alles abgebaut. Hier hinten bleibt mir noch ein Streifen über, aber ist okay. Und da das witzig hin.
Und wir haben ja noch hier recht viel. Was sagt die Karte? Da ist noch ein Kohlefeld, aber es ist außerhalb der Basis. Und hier sind große Kohlefelder. Das könnte echt ein Problem werden, fällt mir gerade auf. Also wenn die Kohle hier weg ist, was vielleicht 20 Folgen dauert, vielleicht, keine Ahnung, je nachdem wie viele wir da hinstehen, und die oben auch, dann haben wir keine Kohle mehr in der Basis. Und wenn wir denn nicht mit Zügen inzwischen arbeiten, müssen wir bis dahin komplett auf Solarzellen umgestiegen sein. Und das sehe ich einfach nicht kommen. Weil wir haben so viele tolle Maschinen, die Energie brauchen, die wir immer höher pimpen wollen. Da kommen wir nicht hinterher. Ganz und gar nicht. Das müssen wir uns überlegen. So, du wolltest noch eine Requester-Chest haben für leere Fässer. Das geht leider nicht, weil ich wieder keinen Stahl habe. Das ist doch doof. Die Schmelzöfen hier können auch weg. Die da können auch weg. Die zwei sind die einzigen, die arbeiten. Wieder Strom gespart, sehr schön. So, wo kann ich mir Stahl klauen? Nirgends. Irgendwo gab es so eine schöne Stelle, wo ich immer hingelaufen bin. Ah, hier, genau. Sieben Stahl, das ist mau. Oben vielleicht? Bei den blauen Chips? Nö. Aber hier kann ich mir Chips klauen. 100, 100, sehr schön. Plastik produziert. Du hast eine Menge Kohle drin. Warum auch immer ich hier 500 eingestellt habe, aber na gut. Du produzierst fleißig deine roten Engines. Auf dass wir mehr Roboter haben, huh? Okay. Hier ist alles okay. Schweröl ist nicht zu viel. Lubricant ist voll, ist alles gut. Okay. Was jetzt? Ich würde echt gerne die Schmelzöfen mal aufbauen, aber nee. Wie schaut Strom aus? Gut. Consumption ist bei 12. Das hier, die Anzeige ist irgendwie falsch. Aber wenn man sie jetzt so lesen würde, heißt es, also wir haben maximalen Konsum. Das heißt, alle Maschinen arbeiten mit voller Leistung und die Produktion ist nur bei 10%. Das war das, was ich vor 5, 6 Folgen mal gesagt hatte. Boah, produzieren wir viel Strom, wir brauchen nur 10% und so weiter und so weiter. Das ist aber falsch. Das wird irgendwie durch die Akkus falsch dargestellt. So, Forschungseffizienz 3 erforscht. Yay. Braucht man nicht wirklich. 450 Alien Packs, das ist eine Menge. Aber überlegen wir mal ganz kurz. Was ist momentan unser Problem? Strom. Also, nehmen wir die Dinger da. Die haben 40% weniger. Zwei Stück davon wären 80% weniger Strom. Das ist Hammer. Also, erforschen. Und ich wollte... Genau, ich wollte eine Requester-Chest bauen. Mehr wollte ich gar nicht. Und zwar hier hinten beim Öl, damit das Öl nicht verschwendet wird. Und sobald das alles leer gesaugt ist, wird der ganze Komplex hier abgerissen. Also du bekommst jetzt leere Fässer. Da. 100 Stück. So. Wo ich gerade in der Nähe bin. Du weg. So ein bisschen, ganz bisschen an die Verteidigungsanlagen bauen. Ich sehe das jetzt schon kommen. Wenn der nächste größere Angriff irgendwann mal kommt, wobei es jetzt schon tierisch lange ruhig war, aber wenn mal wieder ein Angriff kommt, werde ich ihn zurückschlagen müssen, weil die Türme es nicht schaffen. Und dann werde ich panisch hin und her laufen und überall Türme bauen wollen und wir haben keine Ressourcen dafür. Aber ja. Rum, 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 rum. So ein kleines bisschen wenigstens zwischendurch. Das muss da weitermachen, was das angeht. So. Und das reicht mir schon. Flammenwerfermunition. Ja, das war auch ein lustiger Scherz. Fand ich nicht so toll. Oh, hier ist ja noch Öl. Oh, warte. Stimmt. Hier war früher Öl. Das ist nur 0,1 jeweils. Aber 0,1 ist 0,1.
Wenn man genug davon hat, lohnt sich das auch. Das heißt, wir sollten hier wieder Pumpjacks hinbauen. Und dann die Befüllungsanlagen. Das heißt, wir müssen das gar nicht abreißen. Wir müssen nur die ganzen unnützen Kabel hier wegmachen. Dann kommen hier zwei Pumpjacks an, die nach unten pumpen. Und zwar hier hin. Und dann wird das da aufgefüllt. Ja, super. Oh, das war jetzt nicht gut, oder? Wo zum Geier? Oh. Mir fällt ja gerade was auf. Ich glaube, wir haben da ein paar Öldinger nicht... Ah doch, haben wir angeschlossen. Ich wollte schon sagen, ich dachte, wir hätten die hier alle nicht angeschlossen. Aber die haben eine Abzweigung hier lang und eine Abzweigung nach unten. Die Abzweigung nach unten kann weg. So. Weil wir wollen jetzt hier alles ölartig hier oben herstellen. Ich hoffe mal, ich mache gerade keinen Fehler. Aber es müsste eigentlich okay sein. So, weg, 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 weg. Weg, weg. Zwei Pumpjacks haben wir da genug für? Nö, es fehlt Stahl. Hier steht überall Eisen rum. Wir haben recht viele Eisenfelder. Müssten wir alles roboterisieren. Ich denke mal, das werde ich so in der nächsten Folge angehen. Also ich hatte es vor 3 Folgen gesagt, dass wir in den nächsten Folgen anfangen, das Ganze mit dem Erz zu machen. Aber da war halt das Stromdebakel im Weg. Das sieht jetzt hier schon mal besser aus. Aber jetzt sollte es gehen. Achso, und daraus werden bitte... Provider Chests. Ja, okay. Ja, also, wir bauen weiter das Stromnetzwerk aus. Unten. Und die Solarzellen auch. Wir bauen hier 2 neue Pumpjacks hin, damit hier wieder Ölfässer hergestellt werden können, die dann nach oben geflogen werden und oben ins reguläre Ölnetzwerk eingespeist werden. Und dann werden wir vorsichtig, wirklich vorsichtig anfangen, alle Erzfelder mit Passiv-Provider-Chests zu versorgen und die Schmelzöfen über Roboter und Kisten laufen zu lassen. Und irgendwas ist hier schon wieder mau. Genau, du kannst weg, du bist leer. Du kannst weg, du bist leer. Kannst nach hinten. So, so. Weg. 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 So. Oh, kein Strom. Hier ist das Muster recht komisch. Und du bist im Weg. So. Ja. Also mehr Mining Drills. Alles roboterisieren. Und zwischendurch immer schön Stromversorgung im Blick behalten. Oh, und einfach mehr Akkus bauen. Das kann auch nicht schaden. Aber jetzt haben wir ja auch genug Power, um die Akkus durchgehend zu füllen. Dank der Steam Engines unten. Das heißt... Erstmal sind die Mauern hier immer noch falsch. Zack. So. So. Das heißt, hier können wir das neue Muster aufbauen. Also ich ersetze jetzt nicht alles, weil das wäre ein bisschen doof, die vollen Akkus hier alle abzureißen. Aber so ein bisschen können wir hier schon mal hinsetzen für die nächsten Male. So, alles voll mit Akkus. Sehr schön. Also, Prioritäten, Stromnetzwerk im Auge behalten, die Ölgeschichte hier unten fixen und mehr Erz für mehr Eisenplatten, für mehr Stahl und alles andere auch. Das liegt an für die nächsten Folgen. Also bis denne.